Vielleicht kann ich den Globus aufbauen. So wie bei Chip und Chip damals. Da gab es doch diesen einen Globus, wo der Jäger da seine Sachen versteckt hat. Ja, das war auch cool. Mach den auf! Yes, Alter! Alter, steht noch was. Hey, das ist Dads Wasserglas. Ich habe ihn fast nie ohne gesehen. Er hatte wohl Angst zu dehydrieren. Geil, hier gibt's auch so einen Jäger. Schlüssel, da. Schieb ihn rein. Das ist zwar alles unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis, sein Vermächtnis. An seinen Schnapsschrank. Geil, Schnappes, gib ihn. Der Duft erinnert mich an etwas. Dads Aftershave? Was macht er da? Achso, der macht das. Richtig, sonst kommt er nicht dahin. Oh! Hau weg den Scheiß! Der Duft erinnert. Okay. Benutze Schnaps mit Rufus. Als Aftershave ist doch mal was Geiles, ne? Ja, so, was haben wir denn jetzt? Ein Glas? Warte mal. Liste. Mal gucken. Ich hab doch jetzt. Was meinen Schnaps. Die wohl mit besonders aufputschend? Okay, dann Schnaps. Beleben. Im Rezept steht etwas von belebender Flüssigkeit. Energiereich. Ja, komm. Klar. Aber hier ist das ja so ein Glas, ne? Richtig. So eins habe ich ja. Das heißt, da muss Wasser rein, dann kann ich jetzt wieder zu Wenzel laufen, ey. Genau, so sieht's aus. Ich wollte extra nichts sagen. Wenzel, Scharwenzel. Dann scharwenzeln wir mal in Wenzels Haus. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Hey, du sollst ja... Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Warum will er das nicht machen? Weil es Wenzels Quelle ist. Du musst anderes Wasser finden. Oh. Ey, Rufus, kack dich nicht an. Ja, dann gehe ich ins Badezimmer. Lacht er da vorher schon? Er ist aufgedunsen, er ist nutzlos und... Schnauze. Er hätte noch er ist auf und er hat einen Schwamm in seiner Küche. Hä? Er ist aufgedunsen, er ist nutzlos und er hat einen Schwamm in seiner Küche. Ah! Gecheckt. So. Was macht man mit so einem SpongeBob? Ja, ihn nass machen. Und ich habe auch schon eine Idee, wo ich ihn dann benutze. Komm, bitte. Ich will mit Wenzels stinken. Ja, bitte. Du kannst seine stinkende Quelle für nichts gebrauchen. Ich will aber. Ja, was du willst, ist egal. Das Spiel will es nicht. Wo war denn... Ach nee, ich muss den wahrscheinlich erst nass machen, ne? Ja. Warte, hier war Wasser. Boah, sich den ganzen Shit zu merken. Genau, du musst dich erst nass machen. Also die Schote brauche ich auch noch. Vielleicht kann ich die abschneiden, ohne mich zu verbrennen. Komm schon. Schnibbel die ab. Uah, Feurio! Feuer im Inventar! Feuer im Inventar! Hier brauche ich wohl doch eher so eine Art Schutzanzug. Okay, danke für den Tipp. Schutzanzug. Muss ich mir auch noch merken. Ja. So, hier ist Wasser. Jetzt steckt er das behinderte Glas rein, ey. Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht putzen. Weißt du, was? Autsch! Schwamm rein. Das ist ja heiß. Ist ja schon nass? Ja. Gut, jetzt gleich zum Auto, aber vorher probiere ich, ob ich das Glas hier befüllen kann. Das Trinkwasser ist so brackig, die Sachen werden saub. Ja, ja. Das Trinkwasser ist so brackig. Das funktioniert nicht. Oben war auch noch eine. Das ist meine letzte Wasserquelle, die mir gerade einfällt. Es sei denn, ich setze das Haus wieder unter Wasser von. Das Trinkwasser ist so brackig. Ja, okay. Jetzt erstmal die Autoscheibe, bevor ich was anderes mache. Ja, schneller, Rufus. So, der Toro war ja hier, ne? Genau. So, nasser Schwamm. Putzen ist angesagt, obwohl er es bestimmt jetzt nicht macht, weil er sich ankackt, ey. Muss das wirklich sein? Oh, bitte. Ah, gut. Gut.
gibt es hier denn? Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten. Und auf dem Fahrerschild steht Schnutzipuh. Dämlicher Name. Schnutzipuh, jetzt weiß ich wenig. Ja, erstmal gehe ich wieder zu dem Heini und jetzt weiß ich ja, wie Schnutzipuh heißt und kann mir die Schlüssel besorgen fürs Auto. Hey, Hanek! Hallo nochmal. Hi, Rufus. Genau. Nochmal wegen des Schlüssels. Nochmal wegen des Schlüssels. Nochmal? Na, wenn's sein muss, wie war noch gleich dein Name? Schnutzipuh! Schnutzipuh. Schnutzipuh? Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipuh. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Rot, blau, pink. Mauve? Egal. Ja, bestimmt pink wegen dem scheiß Plüsch. Pink. Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Ich schmiede Pläne, von hier wegzukommen. Ich liebe das Ballett. Ich höre gern Musik, ich lese viel. Tja, was die, war da wohl im Auto? Die Pirouetten. Oh, ich liebe das Ballett. Volltreffer! Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Heute war dein Glückstag, Schnutzipuh. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Autoschlüssel. Wir gehen ja wieder zurück. Red noch mal kurz mit Hanek. Okay. Mach ich. Hallo noch mal. Ah, hallo Schnutzipuh. Bis bald. Tschüss, Schnutzipuh. Ach, den Namen kannst du dir merken. Sieht so aus. Ich muss ihn noch hallo mal ansprechen. Hallo Schnutzipuh. Der sagt mir was wegen dem Wasser. Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nennen sie Batteriebrause, weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Meinst du sowas? Bis bald. Tschüss, Schnutzipuh. Vielleicht liegt die Batterie noch bei Tonis Hütte, aber erst mach ich mal den Truck auf. Scheißglas. Truckschlüssel, Trucktür. Ein pinker Truckschlüssel. So, Hebel. Hebel sind immer gut in diesem Spiel. Rote Haube aufmachen. Oh, auch eine Batterie. So viel Power in so einer Shortkarre. Was für eine Verschwendung. Mach mal was. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Aufschrauben, aufschrauben, aufschrauben. Ich will an die Batteriesäure. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie? Yeah! Ey, ich wollte das Glas nehmen. So, Glas. Ja, das nimmt er mit, ne? Ja, sicher. Haha, ich habe die Säure abgefüllt, ohne mich zu verletzen. Hierauf will ich mein Glas erheben. Hat er jetzt alles ausgesagt? Nee. Dann müsste ich ja jetzt das energetische Wasser haben, ne? Richtig, es ist energiereiches, genau. Klares Wasser ist mir immer noch ein Rätsel. Und was war nochmal mit dem? Ich weiß nicht. Freigegeben ab 6. Wie langweilig ist das? Stier. Ja, genau. Der rot davor. Ach, auf den Stier, nicht auf den. Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Ha, was nutzt der beste Matador, wenn der Stier nicht hinguckt? Ja, der guckt nach da. Kann ich das hier irgendwo? An dem Baum. Oder hier drüber. Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Ha, was nutzt der beste Matador, wenn der Stier nicht hinguckt? Komm, guck hin. Hey, willst du mich verarschen? Ja, das ist auch ein nettes Rätsel. Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Was hab ich denn? Guck dir den Scheiß an. Aha, eine brillante Idee, Rufus.
Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut gekühltes Glas Plörre? Was, so dachte ich das eigentlich nicht. Okay, ja, genau. Daneben die Kuh. Hauptsache, es hat funktioniert. Du bist da echt schnell drauf. Freiwillig 12. Weil es so stumpf schon besser, war, aber immer noch totlangweilig. Die Stierwehen müssen richtig pumpen, bevor ich mich da draufsetze. Ja, jetzt wird er doch bestimmt wütend, wenn ich das überdecke. Oh, macht dich das etwa wütend? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. Die brauche ich dann bestimmt auch, ne? Brauche ich die auch mal an? Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Okay. Was habe ich denn noch? Den Messer schneidet das Ding da durch. Und heute, liebe Kinder... Schnauze. So schon mal nicht. Aber jetzt ist der Stier gefährlich, ne? Gleich nochmal. Freigegeben ab 18. Der Blutmodus. Immer noch unter meinem Niveau, aber wenigstens sind die Taurin-Tanks jetzt auf. Taurin in ein gigeladenes. Ja, das muss ja dann gehen, aber. Ich schmeiß den jetzt einfach ab. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Also, warte mal. Und das kombinieren? Ich bin tödlich, wie ein Pfeilgiftfrosch, aber cooler. Ein Pfeilgift, Geheimagent. Ja, jetzt hau ihm das rein. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Das brauchst du für was anderes. Der Stier ist wütend. Zeit für ein. Für einen anderen Stier? Ja. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Das ist wirklich bockig wie ein Stier. Die alte. Frisst eine das. Wunderbare Idee. Fehlt nur noch das Blasrohr. Und ein gebührender Sicherheitsabstand. Machen wir es mir jetzt veräppeln, Alter? Ja, du brauchst ein Rohr, durch das du blasen kannst. Oh, gib mir das Rohr da oben. Das hier. Das kann ich nicht mehr anklicken. Das wäre auch zu übertrieben. War hier wohl noch was? Warte mal, der Bürgermeister wollte doch hier rüber gehen, da schaue ich da einmal. Ja, da ist er ja. Ich kann nicht empfehlen, sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Nein, nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie? Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus, du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern. Aber warum? Was hältst du davon, wenn ich an dieser oder wir an dieser Stelle eine Aufnahmepause machen? Finde ich gut, wir sind schon lange dabei. Und du hast auch wirklich in der Aufnahme sehr viel erreicht. Also nicht schlecht. Ja, irgendwann macht das Gehirn auch nicht mehr mit so viele Dinge, die man sich merken muss. Ja, und wenn wir dann nach ein paar Wochen weitermachen, weißt du nichts mehr. Genau. Willst du schon mal ins Menü gehen und speichern? Ja, das mache ich schon mal. Das übernehme ich.
So, dann gehen wir mal auf Speichern. Und wir speichern im ersten. Bitteschön, da haben wir gespeichert. Sehr gut. Am 7.06.2013 um 20.22 Uhr. Mal gucken, wann der erste Part hochgeht. So, dann gehen wir mal ins Hauptmenü. So, meine kleinen Makaronis. Das war die erste große Aufnahmesession von Willkommen in Deponia. Richtig, ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich gezockt habe, wie wir dazu gelabert haben. Und schreibt einfach mal in die Kommentare, ob das Spiel euch gefällt und ob ihr das vielleicht selber schon gezockt habt. Und ich würde sagen, an dieser Stelle verabschieden wir uns, ne? Richtig, das machen wir. Und uns erwartet noch eine Menge, also dich erwartet noch eine Menge. Ich weiß ja, was alles kommt, du weißt es nicht. Ich freue mich, du kannst dich freuen. Ja, und in dem Sinne verabschieden wir uns. Arrivederci, meine kleinen Makaronis. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, entweder gleich oder morgen, wieder. Ciao, ciao.